Die Staufer Festspiele präsentieren Stadtgeschichten. Heute mit... Ich begrüße heute bei unseren Stadtgeschichten Göppingens Kulturpreisträger aus dem Jahr 2019, Michael Alföldi. Vor allem Kinder, Erzieher und Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen werden ihn kennen. Aber ich glaube, jedem, der ein bisschen sich in der musikalischen Welt in Göppingen auskennt, ist sein Name geläufig. Wer ihn noch nicht kennt, wird heute nun einen kleinen Einblick in seine Biografie und in seine Leidenschaft für die Musik bekommen. Er ist Singpate bei dem Projekt Singen kinderleicht. Was sich dahinter verbirgt, fragen wir ihn am besten gleich selbst. Guten Tag, Herr Alföldi. Guten Tag. Was dürfen wir unter dem gerade genannten Projekt verstehen? Ja, das Projekt geht zurück auf das Jahr 2010, initiiert von der Landesakademie in Ochsenhausen für die musizierende Jugend Baden-Württembergs. Und zwar wurde dieses Projekt gestartet mit dem Ziel, das traditionelle Singen in den Kindereinrichtungen, Kindergärten, Kindertagesstätten wieder zu beleben und zu stärken. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Ja, 2013 wurde dieses Projekt durch das Referat Kinder und Kultur Göppingen und das Haus der Familie nach Göppingen gebracht. Und in diesem Jahr 2013 bin ich in Pension gegangen und der Aufruf nach Singpaten hat mich interessiert und seitdem bin ich dabei. Schön. Und wann haben Sie begonnen zu singen bzw. Musik zu machen? Oh Gott, also die Musik begleitet mich seit Kindesbeinen an. Im Kindesalter Klavierunterricht, in der heißen Zeit der 60er kam die Gitarre dazu, irgendwann mal die Querflöte. Es gibt keinen Tag ohne Musik für mich. Sehr schön. Haben Sie denn auch beruflich in der Musikwelt agiert? Ja, ich war 42 Jahre lang Lehrer an einer Realschule im Kreis Göppingen mit den Fächern Deutsch, Geografie und Musik und muss gestehen, Musik war mein Lieblingsfach. Ich habe diesen Beruf gelebt und gebe gerne diese guten und netten Erfahrungen weiter. Oh, das klingt ja richtig schön. Gut. Ich habe von der Göppinger Liederkiste gehört. Was verbirgt sich denn dahinter? Gut, die Göppinger Liederkiste ist ein Liederbuch, das entstanden ist im Jahre 2015, weil das Liederbuch, das ursprünglich von Ochsenhausen kam, da sind wir an die Grenzen gestoßen. Das beinhaltete 20 Lieder und wir haben gesagt, gut, dann machen wir ein eigenes Liederbuch mit circa 50 Liedern. Und aufgrund der finanziellen Unterstützung durch die Bürgerstiftung, durch die Kreissparkasse Göppingen, durch die NWZ Gute Taten und letztendlich auch durch die finanzielle Spritze des Kulturpreises im letzten Jahr, sind wir in der Lage, jedem Kind, das in diesen Einrichtungen ist, ein Liederbuch und eine CD kostenfrei zur Verfügung zu stellen, auch zum Gebrauch für zu Hause. Oh, wie toll. Da freuen sich vermutlich auch die Eltern darüber. Ja, dann können sie mitsingen. Schön. Dann habe ich noch eine Frage. Warum finden Sie die musikalische Früherziehung und speziell das Singen für die Kinder so wichtig? Beziehungsweise welche Auswirkungen hat die Musik auf die frühkindliche Entwicklung? Ja, Yehudin Menuhin hat mal gesagt, Singen ist eigentlich die eigentliche Muttersprache des Menschen. Singen macht Spaß, alleine und noch mehr in der Gemeinschaft. Singen ist einfach, gehört zum Leben dazu und für Kinder besonders wichtig. Singen macht Spaß, es fördert die Sprachentwicklung, es fördert die Kreativität, die soziale Kompetenz, die Motorik, das Gehör. Musik ist einfach toll. Da wollen wir hoffen, dass es gleich wieder oder bald wieder gemeinsam möglich ist. Welche Ideen haben Sie denn in unserer jetzigen Situation mit Corona, Kindern Musik nahezubringen? Gut, gemeinsames Singen ist momentan leider nicht möglich. Aber wir haben ja in unserem Projekt die Eltern mit ins Boot geholt. Das heißt, die Liederbücher sind zu Hause. Eltern können auch im Alltag, sollten sie, mit ihren Kindern singen. Denn Kinder, das ist eine Stütze. Ein Trost auch in dieser Zeit
und macht einfach Freude. Ja, das kann ich auch so unterstützen. Ich habe noch eine letzte Frage. Welche Gedanken geben Sie denn uns und den Autokinobesuchern für die kommende Zeit mit? Das kann ich ganz verallgemeinern. Singen Sie mal wieder. Alleine, mit Freunden, mit Kindern. Musik bringt Licht ins Dunkel. Musik bringt Menschen zusammen. Das Musik macht das Leben bunt. Und wenn Sie es nicht glauben, probieren Sie es einfach aus. Na, dann werde ich doch das jetzt gleich mal tun. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview, Herr Alfeldi. Ich bedanke mich auch sehr gerne. Ja, schönen Tag noch. Ihnen auch. Dankeschön. Danke. Ich will euch begrüßen und mache das so. Hallo, hallo. Schön, dass ihr heute hier seid und nicht anderswo. Hallo.